Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ihr wollt wissen, wie ihr den perfekten Reis hinbekommt und das im Schnellkochtopf in 12 Minuten. Richtig schön klebriger Reis, wunderbar aromatisch mit ganz wenig Zutaten und ohne Rühren und ohne viel Aufwand den perfekten Reis. Dann bleibt dran und schaut mal rein. Für zwei Personen nehmt ihr bitte eine Tasse Reis und wascht den gründlich im Wasser, im kalten Wasser, richtig schön aus und siebt ihn ab. Im Prinzip ist es egal, was ihr von der Tasse nehmt. Nehmt eine Kaffeetasse oder eine Teetasse. Wichtig ist, dass es euer Maß ist. Die Tasse Reis füllt ihr jetzt in den Schnellkochtopf. Wollt ihr für mehr als zwei Personen Reis kochen, angenommen jetzt für vier, dann nehmt ihr dementsprechend zwei Tassen. Zwei Tassen Reis, zwei Tassen Wasser. Bei dem Rezept, was wir jetzt machen, nehmen wir natürlich eine Tasse Wasser. Eine Tasse Reis, eine Tasse Wasser. Macht das Wasser bis oben hin und füllt das ebenfalls in den Schnellkochtopf. Ich benutze jetzt hier wieder den Schnellkochtopf von SilverQuest. Da geht alles automatisch, aber ihr könnt es natürlich auch mit normalen Schnellkochtopf machen. Nun fügt hier drei Blätter Lorbeer und drei Nelken hinzu und einen halben Teelöffel Salz. Dies wird dann dem Gericht, unserem Reis, das richtig tolle Aroma geben. Ich füge jetzt noch hier einen Teelöffel Sesamöl dem Reis hinzu. Wenn ihr das Sesamöl nicht habt, könnt ihr das auch weglassen. Schmeckt trotzdem super. Deckel drauf vom Schnellkochtopf und los geht's. Ich habe hier am Schnellkochtopf die Stufe Reis. Die ist voreingestellt auf 8 Minuten. Ich erhöhe es auf 12 Minuten. Überprüfe, dass alle Ventile geschlossen sind. Und dann geht's los. Ohne umrühren, ohne nachschauen zu müssen, ist in 12 Minuten dieser Reis im Schnellkochtopf fertig. Der Reis macht jetzt das, was er machen soll. Vor sich hinköcheln und Aroma aufnehmen. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann betätigt doch einfach mal die Glocke, somit verpasst ihr die nächsten Videos nicht. Abonniert meinen Kanal und das würde mich riesig freuen. So, und schon ist unser Reis fertig. Der Kochtopf piept, die 12 Minuten sind um. Wir lassen den Druck aus dem Kessel. Und dann sind wir doch mal gespannt, wie es im Inneren aussieht. Das Wasser müsste komplett aufgebraucht sein. Alles jetzt im Reis, der Reis wunderbar locker. Und schauen wir, hervorragend, ein Traum. Man sieht direkt, wie schön klebrig da ist. Man könnte glatt Sushi damit machen. Ne, das ist möglich. Ich präsentiere euch jetzt gleich mal eine Portion. Da seht ihr, wie standhaft der Reis auch ist. Das ist seine Klebekraft und ist trotzdem locker und saftig und so aromatisch. Ihr glaubt nicht, was so Nelke und Lorbeerblatt an Aroma abgeben. Traumhaft. Ne? Probiert es einfach aus, testet es und wenn euch das gefällt, wie gesagt, abonniert den Kanal und schaut mal einfach wieder zu. Vielen Dank.